Ballade. Definition, Merkmale und Analyse. Was musst du über das Erzählgedicht wissen? Erklärt am Beispiel von Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane. Die Ballade ist eine Mischform. Und zwar eine Mischform aus Gedicht, Erzählung und Drama. Sie vereint verschiedene Textsorten, da sie lyrische, dramatische und epische Elemente enthält. Balladen sind typisch für die Epoche der Romantik. Balladen werden auch als Erzählgedicht bezeichnet. Das erklärt es eigentlich schon mal ganz gut. Oft beschreiben sie ein ganz besonderes Ereignis. Im Mittelpunkt steht eine Person oder ein dramatisches Ereignis. Sehr bekannte Balladen sind zum Beispiel Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane von 1889 oder auch Der Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe von 1782. Eine davon wirst du in der Schule mit großer Wahrscheinlichkeit kennenlernen. Die drei wichtigsten Merkmale von Balladen. Sie haben mehrere Strophen in Reimform. Balladen sind oft ziemlich lang. Sie erzählen eine dramatische Geschichte. Und sie haben einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Balladen sind Geschichten in Gedichtform. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lütt Dirn, kummern Röver, ich heb en Birn. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, leg mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Bündner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herze schwer, hey is nun dort, wer gift as a Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was er damals tat, als um eine Birn ins Grab er bat und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Junge übern Kirchhof her, so flüstert's im Baum, wisst ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, lütt dirn, kummern Röver, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Und so eine Ballade, die musst du als Hausaufgabe oder Schulaufgabe vielleicht analysieren. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Beginne mit deinem Einleitungssatz. In die Einleitung, da gehört die Textart, der Autor oder die Autorin, der Titel, das Thema und das Jahr.
Also es ist eine Ballade von Fontane. Sie heißt Herr von Ribbeck. Es ist eine Familiengeschichte von 1889. Fasse nun den Inhalt in deinen eigenen Worten ganz kurz zusammen. Vielleicht so. In der Ballade geht es um den gütigen Herrn Ribbeck, der Birnen an die Kinder der Nachbarschaft verteilt. Mit dem Wissen, dass sein Sohn seinem Beispiel wohl nicht folgen wird, lässt er sich mit einer Birne zusammen beerdigen, aus der einige Zeit später ein Birnbaum wächst, an dem die Kinder sich selbst bedienen können. Schreibe die Zusammenfassung sachlich und im Präsens, also in der Gegenwart. Welche Struktur hat die Ballade? Wie viele Verse, Strophen und welche Reimformen? Diese Ballade hat 4 Strophen, 21 Verse inklusive eines abschließenden Paarreims. Und wie teilt sich der Inhalt auf die Strophen auf? Strophe 1, Verhalten Herrn Ribbecks gegenüber Kindern. Strophe 2, Tod Herrn Ribbecks. Und Strophe 3 und 4, Auswirkungen des Vermächtnisses. Beschreibe nun den Inhalt genauer. Worum geht es dem Autor oder der Autorin? In diesem Fall Fontane. Was ist daran besonders? Warum schreibt er über dieses Thema eine Ballade? Für seine Zeit untypisch lebt Herr Ribbeck in einem einfachen Doppeldachhaus und verhält sich verantwortungsbewusst und vorbildlich gegenüber der unteren Schicht. Sein Sohn hingegen spiegelt das für die Gesellschaft seiner Zeit typische Denken wider. Er ist knauserig, stets nur um sein eigenes Vermögen besorgt und hat kein Verständnis für die Bauern oder Mitleid mit ihnen. Ordne die Ballade in ihrer Zeit ein. Würden sich Kinder heute noch über eine Birne freuen? Die Zeiten haben sich doch sehr geändert. Damals gab es eine große Kluft zwischen Reich und Arm. Es war das Kaiserreich. Ein neues Reichsgesetz hatte gerade festgelegt, dass Kinder kein Schulgeld mehr zahlen müssen. Bildung und Wohlstand wird dadurch ganz langsam auch für einfache Menschen erreichbar. Aber das braucht natürlich Zeit und so weit sind sie noch nicht zum Zeitpunkt der Ballade. Was ist die Botschaft der Ballade? Es gibt arme und reiche Menschen, durch Glück bei der Geburt bestimmt. Niemand sollte auf andere herabsehen. Entscheidend ist, dass die grundlegenden Werte wie Nächstenliebe, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Freiheit, Sicherheit, Weiterleben und die Zeiten überdauern werden. Und überdauern sollen. Schreibe noch etwas über den Schluss. Schau dir nochmal den Anfang und den Schluss an. Die Ballade wird vom ersten und letzten Satz quasi eingerahmt. Beide Sätze sind fast identisch und geben dem Erzählgedicht einen stimmigen Gesamteindruck. Zusammenfassung Ballade. Balladen werden auch Erzählgedicht genannt. Sie bestehen aus Paarreimen und Kreuzreimen, sind oft sehr lang und haben ein Ereignis oder eine Person als Thema. Die Strophen sind so aufgebaut, dass sie zusammenhängend eine Geschichte erzählen. Sie stammen aus der Romantik. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Lesen einer Ballade.